から歴とスラーム、ダリューラ・マロク、ララル・カメン、ユラマ、リモ・ラドマ、レガル・ヌドル、ローモ・リダース、ダギノ・モール。ダーラス・ミール、メッドーラ、ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Monster Hunter Rise Sunbreak. Ja, heute ist der Zorniger Rajang dran. Ich und meine Gewehrlanze. Da hinten ist er, aber wir sammeln erst noch Zeug. Kai ist natürlich auch mit dabei. Der sagt vielleicht auch Hallo noch. Ja, der lässt sich noch vorher ausgeben. Hallo zusammen. Und hier sind die Fotos. Wir sehen uns dann gleich beim Rajang. So Leute, der Rajang ist in Reichweite. Wir haben uns gründlich vorbereitet. Ich habe mich geistig vorbereitet auf die Schläge, die mich jetzt treffen werden. Da hinten hat sich nochmal bewegt. Das ist einfach nur eine aggressivere Version vom normalen Rajang ohne Schweif. Peaks! Poke, poke! Nach Peaks Let's Play. Poke, poke. Der hat mir mit einem Schlag die Raupe vom Körper gedroschen. Aua. Aua. Bleib stehen, bleib stehen. Danke. Du hast die Viecher, ne? Ja, ich mach gleich. Aua. Hey, mach was, der verprügelt mich. Zuerst den. Ich kenne den ja noch von alten Spielen, den zornigen Rajang. Ich weiß, wovon ich Fotos haben will. Ich warte noch, der hat noch eine Enrage-Phase, da wird er noch aggressiver, als er eh schon ist. Weggelasert. Ich krieg grad nur aufs Maul. Ich krieg grad nur aufs Maul! Bist dem Affen zu langsam. Der wirft doch den Eiskäfer. Wozu hast du die? Nein, nein. Da. Jetzt habe ich den Schaden gedrückt. Das ist meine Ability. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Danke. Poke, poke. Aua. Aua! Bin gerade aufgestanden. Werde ich direkt wieder geschlagen. Immer schlagen mich alle. Ich merke übrigens gerade, ich habe die falsche Katze dabei. für die, die sich jetzt fragen, warum habe ich Merlin nicht dabei? Wir haben gerade eben noch mich auf den richtigen Rang gebracht und ich trainiere Oskin immer andere Katzen, damit ich alle mal irgendwann noch 50 habe. Ich weiß nicht, ob das einen Erfolg kriegt. Bringt, aber ja. Es gibt zumindest einen, wenn du von jeder und von jeder Art einen auf 50 hast. Ja, und ich dachte mir, komm, ich mach mal mir eine komplette Katzen- und Hundekiste mit nur 50ern. Aber Katze sollte ich eigentlich eben kurz wechseln können. Wartet, ich hole jetzt erstmal die richtige Katze, bevor wir hier weitermachen. Sonst bin ich demotiviert. So können wir doch nicht weitermachen. Kannst ja auch gucken, ob du vielleicht einen besseren Dango kriegst. So, jetzt haben wir den echten Kater bei uns. Ohne Merlin geht das hier nicht. Also, damit ihr wisst, warum Merlin gerade nicht da war. Jetzt ist er da, jetzt ist die Welt wieder im Lot. Kai ist auch immer ganz traurig, wenn Merlin fehlt. Ich habe es nicht mehr wahrgenommen, weil ich den Namen nicht sehe. Ich sehe den Namen meiner Katze, aber die anderen ignoriere ich in der Regel. So, du hast auch eine Eiswaffe, ne? Jupp. Achtung! Ich lade dann nochmal die Wand da auf. Mhm. Ich bin nicht dazu gekommen, weil ich mich
weil ich ausweichen musste. Ich hab zuvor auch Feuer so gesehen dabei, ne? Und vergiss nicht Fotos, ne? Hm. So, werde ihn erstmal aufpushen. So, ich habe schon mal ein Foto gemacht. Der ist ja, glaube ich, schon in der Enrage-Phase, ne? Weiß noch nicht in welcher. Der hat ja zwei. Ja, seine Pfoten sind noch nicht rot. Also hat er nur die erste Enrage-Phase erreicht. So, einmal kurz die Eruptionskanone. Damit meine Peaks-Angriffe... Aua! Mehr Schaden machen. Hör mich mal an die Wand da locken. Ich habe zwei Puppenspinnen und die würde ich echt gerne einsetzen. Jetzt ist er richtig wütend. Ich komme! Ja, jag ihn einfach in eine der Wände. Jag ihn doch in die Eiswand da. Du, ich habe beide Eiswände erwischt. Wie das? Renne ich normalerweise nach der ersten oben? Nein. Ich habe mein Kugelsperrfeuer verfehlt. Los, komm her, du Affe mit einem Aggressionsproblem. Komm zu mir, wenn du dich traust. Verstehen, alles gut. So, und jetzt mache ich ein bisschen Pause. Jetzt brauche ich Fotos. Jetzt haben demnächst wieder beide dasselbe Bild. Wahrscheinlich. Davon habe ich auch ein Foto. Nämlich zur Not, falls wir wirklich dasselbe Bild vorhaben. Und da kommt ein Merkner. Komm, Revierkampf! Revierkampf! Nein, tut es nicht. Doch, tut es. Tut es. Nein, machen sie zum Glück nicht. Na, schade. Damn. Ich meine, sie müssen selbe Art sein, damit das passiert. Ich würde aber nicht erkennen, wieso der Markt normal und mit allem möglichen, mit jedem möglichen Drachen ist, wie er Kampf anfängt. Eventuell, weil er das Game Monster ist, könnte ich mir vorstellen, ansonsten weiß ich nicht. Schwätzen. Magna, lass mich, ich mag dich heute. Ich mag heute nicht mit dir spielen. Ja, ich auch nicht. Könntest du mich bitte auch in Ruhe lassen und ich mehr so pieksen? Vergiss es, der Magna Malo mag dich, damit musst du dich jetzt abfinden. Gott, lass mich doch in Ruhe. Du Warte, Blödes. Ich habe eine ganz tolle Idee, wenn er uns jetzt bis hierhin folgt. Wenn er jetzt wirklich bis hierhin uns folgt. Ah, schade, er haut ab. Dann hätte ich ihn einfach in den Rajang reingeworfen. Ist mir der Buggy ins in den Hieb gelaufen. Wo ist der Seilkäfer? Da ist er. Hm, da war ein Affe. Wenn sich einer auskennt, kann man ja mal so eine Liste reinschicken, welche Viecher alles einen Revierkampf machen. Wenn da einer Bock drauf hat. So, abwarten und Sperrfeuer! Boah, das macht so gut Schaden. Hulk! Aua! Hey, lass mich doch heilen! Ah, shit. Ich hab die Nase voll mit dir, du aggressiver Affe. Hängt nochmal ein Speerfeuer. Oh, scheiße. Komplett daneben. Damage straight. Ja. Was war das denn für ein Angriff? Eine Flashkugel. Von einer Affenkugel. Der wollte mich einer grapschen. Immer diese Grapscher hier. Diese sexuelle Belästigung, du blödes Vieh.
Heal. Nein. Oh, zum Glück bin ich während des Angriffs schlagimmun. Ich hab schon den Großraum, mehr kann ich auch nicht für dich tun, ne? Ich hatte mich ja auch selber gerettet. Nee, grab stehen, Alter. Ja genau, grab stehen. Gut, dass du keine Fotos mehr davon machen kannst. Und ich kann kein Foto davon machen, wie er mich selber lasert. Ich habe ein Foto, wo er von euren Eisberg auf dich wirft. Das ist auch schön. Ich hatte diesen Angriff nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt hätte ich mein Foto dafür aufgehoben. Das war eins von den Hörnern. Wenn er prügelt, hau ich lieber meinen Schild hoch. Aua. Genau deswegen. Tintenfische. Hilfe! Schlechter Zeitpunkt! Es war ein sehr schlechter Zeitpunkt, um gelähmt zu sein. Das wäre jetzt nicht die erste Hilfe, aber... Ach, ich habe eh keine mehr. Aber warum nutze ich die eigentlich nicht? Aua. Warum versuchen wir es nicht einfach mal mit einer Anti-Aggressionstherapie für den? Meinst du, das könnte was bringen? Nein, ich glaube nicht. Wo bist du hin? Keine Ahnung. Ausgeteilt. Ausgeflogen. Verdammt. Kannst ja Quest abbrechen und neu kommen. Solange gehe ich alleine. Murphys Gesetz schlägt mir wieder zu. Weißt du was? Ich warte jetzt, bis du wieder da bist, bevor ich weiterkämpfe, okay? Naja, stell dich irgendwo hin. Hab ein bisschen Spaß. Lass dich lasern. So, unser Kumpel ist wieder zurück. Nachdem er kurzzeitig Garage quittet ist. Nachdem er Streit mit seinem Internet angefangen hat. Ich dachte, der Zorn von dem Rajang ist so groß, dass er dich zu einem Rage Quit verleitet hat. Ach, der schafft das nicht. Viecher, die wir in der Zukunft vielleicht noch bekämpfen, werden das vielleicht schaffen. Ja, von einem Vieh weiß ich ja, was noch kommt. Das ist so Jägerrang 75. Dann hätten wir nochmal unseren Erzfeind vor der Nase. Ich glaube, die beiden, die da gerade beisammen stehen, die fangen einen Revierkampf an. Oder auch nicht. So, Gostarak versus Horniger Rajang. Hätte ich das gesehen, hätte ich mir was mitgenommen. Ja, aber auch das denkbar unnützteste Monster gerade hierfür. Es geht eigentlich. Der Rächer ist gut. Weil ja, er aber der schlägt halt auch so irre langsam zu. Der hat nicht einmal getroffen, der Penner. Komplexin, ein Reißzahn. Noch ein Reißzahn. Aua. Da wollte ich einer lasern. Oh, meinen Fisch essen. Lass mich heilen. Nein. Ja genau, bleib dort. Oder komm hier hin, ist mir auch recht. Geht geschlagen. Bette dich zur ewiger Ruhe. Nee, dafür ist es noch ein bisschen. Ich habe mir mal deinen Seilkäfer da gegönnt.
halt einfach den Schild hoch. Das einzige Problem, das ich jetzt habe, dass ich meine eigenen Helme aufbrauchen muss. Kugel, Speer, Feuer, nein! Ja, er ist noch reingehüpft, danke. Der Raja wollte den Schaden haben, er ist noch reingehüpft. Der ist zu schnell, wenn er seinen Kugelblitz macht. Hoppla! Ach, schade, kein goldener Typ. Neue Optionskanone genutzt. Kai ist ohnmächtig. Der hat mich hier umgebracht, indem er den Stein unter mir hochgehoben hat. Das ist eine schöne Art zu sterben, ne? Das habe ich auch noch nie erlebt, dass mich der Monster umbringt, indem es den Boden unter mir einfach wegnimmt. Der kommt schon wieder, Leute, keine Sorge. Wir beide sind wie Reizhusten, wir sind nicht klein zu kriegen. So leicht wird mich der dämliche Affe nicht los. So, ich nutze das einfach mal, weil why not? Er hat mich getroffen, während er in der Falle sitzt. Ja. Wie geht das denn? Das können die. Das kann der Affe. Das kann der aggressive Affe. Doch mega Müll! Dir wehtun, wenn er in der Falle sitzt. Das ist unfair, die haben nicht das Recht, sich zu wehren, wenn sie da drin sitzen. Boah, ich nutze das jetzt. Rein da! Nicht vorbei hüpfen, danke. Ich liebe diesen Angriff. Boah, ich frage mich, wie viel Schaden der rausdrücken würde mit deiner Rüstung. Der Pfeil, der kriegt die Geismakorben-Rüstung, Leute. Dadurch kriegt er einen extrem hohen Powerboost, aber er löst halt auch die ganze Zeit Leben ein. Das ist halt der Nachteil. Jede Stärke kommt zu einem Preis. Und mit seinem Ultra-Angriff, den Kai zur Verfügung hat, kann er 3000, 4000 Schaden mal raushauen. Ich frage mich halt wirklich, wie ich mit der Gewehrlanze mit diesem Kugelsperrfeuer raushauen würde, weil ich da ja so 6 Schläge gleichzeitig mache, die auch alle 250 normalerweise machen. Auf mich greifen zu wollen! Das ist nicht nett! Das ist auch nicht nett! Genau, pack dir den. Geh weg. Nein, ich will nicht. Ich bin der aufnimmt. Ich darf nicht. Ich habe kein Leben mehr. Doch, du hast noch sehr viel. Opfer dich für mich. Aua. Wenn du mich opferst, verlange ich Blut zurück. Dann opfer ich dich dem Walztrax. Haben wir das nicht schon gehabt, dass ich dem geopfert wurde? So gesehen? Albert, eine Zeit des Opfers freut er sich doch eh. Ich freue mich doch immer. Er hat ja wie viele Opfer von uns bekommen. Wir haben ihn sogar Sunny nochmal komplett geopfert. Was die Leute nicht wissen. Komm jetzt, verreck! Wie viel Leben hast du? Reichlich. Aua! Mann. Der ist zu schnell im Kuh. Ich kann nicht. Ich habe kein Lebenspulver in der Tasche. Dann hau mich. Da. Hast du auch nicht genutzt. Ich wollte mich heilen, aber der hat mich erstmal nur so ganz leicht gegriffen, konnte nichts machen. Und dann hat er mich reingekombot. Daneben, du. Oh. Hier, bei Fuß. Ich habe auf jeden Fall noch Beruhigungsbomben abgekriegt. Ich habe einfach reingeworfen. Boah, so ein aggressives Vieh. Ja, Leute, das war der Sonic Rajang. Ein Monster haben wir noch vor uns. Dann haben wir vorerst das Spiel hinter uns. Aua.
Das musste sein. Da hat mir einer ein Schwert durchs Gesicht gezogen. Bis dann, ich Leute. Tschüss. Außer es kommt eine Sequenz, was ich bezweifle. Nee.